Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Hallo, es geht aufs Wochenende zu und ich bin alleine in diesem Teaser. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass es extremst heiß ist in diesen Tagen im Schwarzwald und Jenny heute schon, ich möchte fast sagen, zu nachtschlafender Zeit das Haus verlassen hat, um damit anzufangen, ihre beiden Pferde zu reiten. Um 6 Uhr habe ich sie kurz getroffen. Sie war schon am Mosern. Es sei selbst um diese Zeit unerträglich schwül. Die Reithose klebt am Körper. Es sei komplett ätzend. Ich habe dann im Laufe des Vormittags noch versucht, Jenny in einen WhatsApp-Sprachnachrichten-Chat zu verwickeln, dass vielleicht noch ein O-Tönchen von ihr für diesen Teaser rausspringt. Allerdings, es war nicht so recht von Erfolg gekrönt. Noch was anderes. Sollen wir nicht im Pferdepodcast vielleicht darüber sprechen, über die Frage, ob Reiten auch jenseits der 30, 33 Grad noch ein empfehlenswertes Hobby ist. So auch unter spezieller Berücksichtigung der Frage, wie es sich in engen Reithosen dann so anfühlt, das Leben. Wäre das nicht eine tolle Idee? Was hältst du davon? Ja, schlaue Frage von mir, fand ich eigentlich. Jenny hat dann schriftlich geantwortet. Super Idee, hat sie geschrieben und den Smiley mit der Sonnenbrille dahinter gehängt. Wir werden in der Sendung also sprechen übers Reiten im Fieberwahn, wie man bei diesen Temperaturen trotzdem ein vernünftiges Trainingsprogramm auf die Reihe bekommt. Jenny hat nämlich Lehrgänge bei Claudia Kaiser und wird darüber erzählen, wie haben sich AC/DC und Klecks geschlagen. Und ganz generell wird es auch um die Frage gehen, wie kommt man denn am besten klar mit dieser Hitze? Welche Strategien gibt's? Wie kann man das zumindest so ein kleines bisschen abmildern? Und wir haben auch in dieser Woche wieder einen spannenden Interviewpartner. Und zwar geht es um ein Reitsportfachgeschäft in Österreich, um das Reiterstadel. Und das Besondere an diesem Geschäft ist, es ist an 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet. Und man kann einkaufen, ohne dass Verkaufspersonal im Laden ist. Dennis Smiedek ist der Geschäftsführer des Reiterstadels und er wird uns erklären, was man da so alles besorgen kann. Und natürlich können wir jetzt nicht alles in Selbstbedienung anbieten, was jetzt zum Beispiel beratungsintensiv ist, wie einen Reithelm oder eine Schutzweste, wo man wirklich hergehen muss und sagen, da muss ein Verkäufer daneben stehen und sagen, das passt, das sitzt, das ist in Ordnung so. Das würde ich jetzt nicht in Selbstbedienung verkaufen. Aber die ganzen Futtermittel zum Beispiel, Zusatzfuttermittel für die Pferde, das geht ja auch schneller mal aus und denkt man nicht dran, kommt zu spät drauf, dass man das vielleicht die Elektrolyte vergessen hat. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Fürs Wochenende oder was auch immer. Ja? Oder Pflegemittel, Fliegenspray sehen wir jetzt gar aktuell, wo wir in den Sommer reingehen. Ja? Also diese Sachen oder Halfter, Stricke, alles, was schnell mal kaputt wird. All das kann man im Selbstbedienungsreiterstadel einkaufen, rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche.
ohne das Verkaufspersonal im Laden ist. Wir werden mit Dennis darüber sprechen, wie das Ganze angenommen wird von Reiterinnen und Reitern. Und wir werden mit ihm die Frage klären, wie lässt sich denn eigentlich verhindern, dass übermäßig viel geklaut wird, wenn denn kein Personal im Laden ist. Es wird spannend am Montag. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinhört in den Pferdepodcast, die neue Folge am Montag, überall, wo es Podcasts gibt.